Herr Elfinger, morgen um 18.20 Uhr möchten Sie bitte den Chef abholen vom Bahnhof in Prien. Ja, ja, Zwiebel, das weiß ich schon. Ich bin richtig aufgeregt, Pauli. Endlich kriegt er wieder eine Frau ins Haus. Na, hoffentlich. Das ist die Sabine. Servus. Das geht doch nicht. Die ist doch viel zu jung für einen Chef. Warum soll er heute nehmen, wenn er Junge kriegt? Alte Frauen riechen nach Rheumasalbe. Was hat bei dir Kloschüssel gekostet? Ein Spülkasten 116 und Pissoir 138 Mark. Und heute sind Sängerin. Was ist denn das für Übung, Sabine? Oh, das ist alles hochemotional. Es gibt noch eine große Unruhe im Dorf, das Spiel. Er soll in Rente gehen, da hält er eine Menge Zeit für seine niedrigen Instinkte und ich regiere. Das wirst du nicht, Paul. Ich kenne diese Frau, Wolfgang. Woher? Bongo Bar. Bring uns doch nicht eine solche ins Haus. Da verwechselst du was. Verwechsel ich nicht? Bei dir habe ich einmal Champagner getrunken für 1600 Mark.